Willkommen zurück zu Ark Anunnaki Genesis. Wie man mal wieder sieht oder nicht sieht, die Webcam ist aus, weil warm, Bad Hair Day, kein Bock oder ich hab's versucht, es geht nicht. Ich gehe morgen zum Friseur. Egal ob Samstag ist, mir scheißegal, dass in der Laden voll ist, die Haare müssen ab. Das ist eine Konsequenz, die ich leider jetzt rausgezogen habe. Ich mach mir eine Glatze. Ich glaube, ich mache mir einfach eine Glatze. Da muss ich nicht mehr zum Friseur. Eine ganze Weile lang. Ich muss auch die Haare nicht machen, weil keine da sind. Das ist eine gute Idee. Würde mir jetzt noch ein Bart wachsen, würde das vielleicht sogar gut aussehen. Mir wächst leider kein Bart. Also mir wächst so ein Pennerbart. So ganz, ganz licht und dünn und wie nur so wie ein gerupftes Huhn. Und deshalb kann ich mir auch keine Glatze schneiden lassen, weil ich keinen Bart bekommen werde. Das wird bei mir nicht gut aussehen. Ich glaube, ich habe voll den Beulenkopf. Jedenfalls kommt es mir so vor, wenn ich mich oben am Kopf anfasse. Naja, wie dem auch sei, lasst auf jeden Fall den Video ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir werden damit beginnen, dass wir heute die Namen vergeben für den Alpha Rex. Aber mit einer kleinen Ausnahme. Wir vergeben heute auch den Namen gleichzeitig für den Kano, wenn Kommentare da waren. Es sind Kommentare da, das sehe ich. Und für den Polovia. Ihr werdet sehen, warum. Warte mal, der Fioma hat noch keinen Namen. Fuck, ich wusste, da hat was gefehlt. Egal, wir fangen erstmal mit den Tieren an, die da sind. Okay. Options, da war ein Name, der hat mir gerade ziemlich gut gefallen. Den habe ich gerade spontan gesehen. Shifu. Ich habe keine Ahnung, woher das kommen soll, aber mir hat es gefallen. Einfach Shifu. Gut, gefällt mir. Dann der Osterhase. Auch ein ziemlich simpler Name, sehe ich gerade. Den werden wir ihm geben, sobald wir das Tier mal wiederfinden. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist nie da, wo ich ihn abgestellt habe. Die bewegen sich von alleine. Na gut, sind auf neutral. Also ja, sie dürfen sich ruhig bewegen. Sogar am besten eine ganz große Menge, damit wir halt auf jeden Fall unendlich viel Leben haben. In der Bude. Wo ist das Tier? Ich weiß es nicht. Es ist weg. Es ist tot. Bitte sei nicht tot. Da, ich sehe dich nicht wegen Schatz. Licht. Hier. Liebesschlag ins Gesicht. Hier, mein Liebeshaken. Mein Liebeshaken. 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 Das ist mein Liebeshaken, ja. Wenn ich so schlage, den habe ich lieb. Kommt her und lasst euch schlagen. Ah, gute Ausrede. Options, change name. Bugs Bunny. Ich habe mal den Trennstrich weggelassen, weil ich, da war eh keiner. Okay, alles passt. So, haben wir hier irgendwo noch einen Hasen, Harald Hasenen? Nee, Bugs Bunny. Ich fand das mit dem G gut, wegen dem Fehler. Bugs, ne? Und Bugs Bunny. Da fand ich gut. Dann haben wir einen Namen für das blöde Schwein. Ich habe leider nichts rausgesucht. Das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name. Da ist ein guter Name. Options? Ah, Options, change name. Mir dünkt es, der Name wird Dünker sein. Perfekt. Oh, was mir aufgefallen ist, normalerweise wird das RÜ beim Namen vergeben. Falsch angezeigt, ich zeig's mal. Okay, das Ä wird noch falsch angezeigt. Das Ö auch. Das Ü nicht. Und groß? RÜ. Ü. Die sind komplett falsch. Aber, wie man sieht, geht das hier. Ich wollte was anderes ausprobieren. Das große scharfe S. Wo war das? G, H, S? Nö. Weil für diesen Buchstaben gibt es eine große Variante, aber keine Ahnung, wie man den schreibt. Angeblich ist er auf Alt-Gr plus G oder H. Ich weiß es nicht. Ich habe es mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Der Pullovia. Muss ich aber ganz kurz noch nachgucken. Das ist ein guter Name. Das ist ein fucking guter Name. Das ist ein richtig guter Name für den Kano. Ich werde gleich verraten, warum ich denn diesmal ausnahmsweise heute den Namen vergebe und nicht wie sonst immer um einen Tag versetzt, denn das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. Okay, das war gut. Carlos Krüppelarm. Carlos Krüppelarm. Ich finde den Namen gut. Weil er hat so lustige kleine Hähnchenärmchen. Na, komm her. Komm her. Liebeshaken. Okay, er ist weit unten oben. Ich kann ihm keine Liebe schenken. So. Wisst ihr was? Scheiße. Ist nicht hell genug. Egal. Ich habe keinen Bock auf Nacht, ganz ehrlich. Und der Pullovia. Genau, das war's.
Komm raus. Ja, erstmal einen Dreck abmachen. Options, change name. Maulwurfen. Klapp dich wieder ein. Maulwurfen, ist auch ein guter Name. Von, ich habe vergessen, wie das heißt, aber da war eine Handpuppenkomödie mit Maulwurfen. Das war super. So, ich habe was vor. Erstmal pfeifen wir alle auf wegbleiben. Ich schau mal ganz kurz nach dem Giftspino, den wir heute mal benötigen. Denn ich möchte ganz gerne heute eine kleine Tiefseetour machen. Ja, damit wir auch diese Wasserprobleme mal fernbleiben. Hast du... Du hast kein Oxygen. Das ist perfekt. Du bleibst sogar Nani. Denn können wir tauchen gehen. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob ich nicht vielleicht einen Alpha-Mosasaurus finde. Ob ich den mitnehmen kann, weiß ich noch nicht. Ich werde es ausprobieren. Ich werde ausprobieren, ob ich den hier mitten in den Fluss reinnehmen kann. Über Teleporter, wohlgemerkt. Wir versuchen es auch gerne einmal ohne Teleporter. Mal gucken, was passiert. Und das machen wir allerdings heute als letzte Ark Survival Evolved Anunnaki Genesis Folge. Richtig, weil mir macht die Mod einfach ums Verrecken keinen Spaß mehr. Ich habe nicht die Ziele. Mir fehlt das Ziel. Und die Botze zu töten, ist für mich kein Ziel, weil das würde für mich bedeuten, Massentaming von den stärksten Dinosauriern. Das ist für mich kein Ziel. Das ist etwas, das ist Grinden. Das ist etwas, was ich privat machen kann. Das ist aber kein Ziel, finde ich. So, und deswegen, mir geht einfach gerade einfach so der Content und die Lust aus mit Dingen, die ich gerne machen würde. Deswegen werde ich mich mit dieser Folge verabschieden. Ich werde morgen nicht aufnehmen, aber für Montag, also morgen wird ARK ausfallen, aber ich werde das ganze Wochenende über streamen, also schaltet gerne ein. ARK Ragnarok Livestream und auf dem Server mit Marvin, wenn wir Glück haben. Werde aber ab Montag ARK Comes Alive bringen. Dann werde ich alle Mods, die hier drauf sind, drauflassen. Jetzt kommt das Wichtige. Ich werde alle Mods drauflassen. Ich werde die Anunnaki Genesis Mod runterschmeißen und wir werden auf Ragnarok Map wechseln. Und hier ist eine Fliege drin. Verdammt, wie kommen die mal rein? Ich habe ein fucking Fliegennetz. Ich werde versuchen, das hier nachzubauen, aber komplett offscreen. Halt eine Base für uns. Ich habe auch schon einen guten Spot gefunden. Wir werden da. Ich werde nicht da bauen, wo. Nee, ich habe eine großartige Idee für die ARK Comes Alive-Folge. Folgen, wo wir die Mod hinbauen. Das wird großartig aussehen. Ich habe Motivation für die nächste Staffel. ARK Comes Alive, also ARK ACA, das hat einfach den Grund, weil. Da ist mehr. Es ist ähnlich wie Eternal, weil Eternal hat von der Ark gekupfert angeblich. Und dann werde ich da halt wieder andere Mods mit reinknallen, dass wir halt ein bisschen mal zu tun haben wieder. Weil Eternal hat mir mega viel Spaß gemacht. Aber auch da ging mir irgendwann einfach der Content verloren. Es war nichts mehr da und wir haben die ganzen Bots schon getötet. Und hier ist halt das Problem, ich müsste hier einfach dieses Massentaming machen, um die Bosse zu machen. Das ist nichts, was ich machen möchte. Ich werde mir allerdings den kompletten Safe State runterladen und sichern, falls wir die Bosse doch noch vielleicht mal irgendwann mal machen wollen, vielleicht mal weitermachen wollen oder so. Aber ich werde mich erstmal auf das neue Projekt konzentrieren. Außerdem würde ich ganz gerne ein paar Mobile Games ausprobieren. Aber kein Clash of Clans oder sowas. Nein, ich habe da wirklich Ziel, Spiele zu spielen, richtige Spiele. Ich habe ein paar rausgesucht, getestet, ob sie funktionieren. Manche ja, manche nein. Leider zu viele Nein, weil ich habe ein Gamepad und das würde ich ganz gerne mit benutzen. Wird für mich auch gleichzeitig ein Test sein, wie ich das Ganze aufnehmen kann. Vielleicht muss ich aber bald noch dazu eine Speicherkarte kaufen, mal gucken. Ansonsten nehme ich einfach den BlueStacks-Emulator. Ich würde ganz gerne mal gucken kurz nach meinen Cropplots und so. Die Cropplots haben nämlich sind gewachsen. Oh, Dünger. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen online sein werden. Da werden. Ah, oh, super, warte. Ich kann die kurz bewirtschaften. Warte. Was ist das richtige Wort dafür? Zeug reintun. Damit die Dinger wachsen können. Das wäre damit erfolgreich erledigt. So, alle Felder sind bedüngt. Jetzt werden die wachsen. Ich weiß, wir brauchen die im Prinzip nicht mehr, weil ich sagte ja bereits. Ich werde mir Save State und Game in the Turn alles speichern, damit ich das halt notfalls so weiterführen kann. Und ja, ich möchte natürlich ganz gerne, dass die ARK Comes Alive Mod dann auf dem Server läuft und nicht auf dem Server Manager am PC, weil, Ja gut, ich habe gerade nur 8 GB verbraucht, das ist ganz okay, aber wir haben ganz gerne mal das Problem, dass mir einfach der Speicher ausgeht. Und das ist nicht so schön.
Okay, ich würde ungern den Vogel heute mitnehmen, weil der Vogel würde halt Probleme machen. Aber ich brauche dringend, dringend, dringend den Ganani. Ich brauche übrigens auch Minimum. Futter. Wie heißt das Futter? Warte. Ich hab da bestimmt nur eins davon. Ja, so eins hier. Das wird mir schlecht. Das wird schlecht, verdammt. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Gilly. Nicht Gilly. Ach, wie heißt das Zeug? Scuba. Mindestens den hier brauche ich, damit ich atmen kann unter Wasser. Die Schwierigkeit. Es gibt keine Schwierigkeit. Absolut gar keine. Wir haben alles da. Massenweise, tonnenweise. Millionenfach. Ich weiß zwar, wir hatten manchmal ein paar Scuba-Tanks gefunden. Das Problem war an dieser Stelle allerdings, dass wir damit nichts machen konnten, weil wir hatten das Problem gehabt, wir brauchten es nicht, bis heute. Gut, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Prime Meat für einen Moser. Ich möchte wirklich ganz gerne einen Moser tamen. Ja, das reicht nicht aus. Haben wir noch das hier? Das haben wir noch, sehr gut. Oh, es wird gerade plötzlich dunkel. Das ist sehr seltsam, wenn sich eine Wolke einfach vor die Sonne schiebt. Und ganz plötzlich wird es also richtig hell, richtig dunkel. Das war ein bisschen irritierend. Okay, es gibt auf jeden Fall einen Ort, den ich mir ganz gerne angucken möchte. Weil ich habe die Vermutung, dass da was sein könnte. Ich muss den kurz skillen. Ich weiß gerade nicht. Okay, er ist noch nicht kaputt. Das war gerade meine größte Sorge, dass er schon auf über 250 ist. Meine wirklich allergrößte Sorge. Das ist so eine Sache, die muss ich mir auch irgendwie merken. Ich glaube, das ist einfacher bei Ark Comes Alive. Ist der Name unter dir? Normalerweise müsste der über dir sein. Weil das Problem, die Levelgeschwindigkeit. Ja. Wenn die Levelgeschwindigkeit zu gering ist, dann komme ich total durcheinander. Ja, super. Dankeschön. Mein Gott. Direkt wieder total vertan. Und super, weil ich werde ein Level bekommen. Gut, die Idee ist nämlich, dass zwischen der Insel da rechts, der großen, und der. Beziehungsweise zwischen der Insel und der. Da ist irgendwo ein Graben, so ein richtiger tiefer Krater. Und dieser tiefe Krater hat. Warum habe ich Stamina geskillt? Ich hatte eine Idee dahinter, aber die brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Und, ja. Das war durch, dankeschön. Und genau dahinter ist. Habe ich jetzt eigentlich hier Tiefseesicht? Nicht. Okay, muss reichen. Schade. Was ist das denn für ein Mist? Hey, guck mal, wir gehen in die Tiefseesicht, aber nicht, wenn du auf einem Tier reitest. Weil das wäre nämlich einfach. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass du es einfach hast. Das ist ein Problem. Ich sehe gerade wirklich nichts. Warte, da muss man ganz kurz testen. Nö, ich habe keine Tiefseesicht. Was ist denn das für ein Betrug? Ich habe keinen Underwater Vision. Das ist Betrug. Oh, ihr hört es schon? Hört ihr die Musik? Das ist keine Kampfmusik. Also es war mal Kampfmusik. Mittlerweile ist es aber die Musik des gefürchteten Moser. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Seht ihr, was ich sehe? Die 300 Mosasaurier. Der Tiefsee-Mosasaurus-Graben ist der lustigste Graben im gesamten Spiel. Es haben sich übrigens noch andere Tiere hinzugesellt. Wow. Da ist der Kraken. Das sind richtig scheiße viele Kraken. Es besteht eine gewisse Chance, dass wir sterben werden. So, ich glaube, einer dieser Moser ist auch ein Alpha-Moser. Wow. Habe ich erwähnt, dass dieser Graben völlig unnötig übertrieben gefüllt ist mit Dinosauriern? Nein? Da ist sogar ein Alpha von den Tentakeldingern. Ja, ich glaube, wir werden hier kein Tier tamen können. Das wird nicht funktionieren. Wir sind einfach zu viele. Wow. Die sind noch nicht hinter mir her, ne? Du Scheiße. Ich wusste ja noch, dass das gefährlich hier ist, aber... Ja, man kann es übertreiben, ganz ehrlich. Man kann es einfach maßlos übertreiben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wir werden es garantiert nicht schaffen, hier auch nur eins dieser Tiere zu tamen. Nicht, wenn pro Quadratmeter irgendwie 20 auf einem Punkt sind. Das wird einfach ums Verrecken nicht funktionieren. Ja.
Ja. Ja, nee, du. What the fuck? Dann soll man sich wundern, warum es laggt, ne? Sind die gerade alle hinter mir her? Du Scheiße. Nein, geht weg. Oh, mir fällt gerade was ein. Ich kann noch gar nicht unter... Doch, ich kann unter Wasser sprinten, ne? Ich bin mir gerade ganz so sicher. Ja, die sind übrigens alle hinter mir hier. Sollen wir mal was Lustiges versuchen? Ja? Okay. Ist ja eh die letzte Folge, nicht wahr? Es könnte jetzt leicht anfangen zu laggen. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Schaden... Boah, das sind aber so mega viele Tiere. Vermutlich werden die meisten von denen hier einschlafen. Wow, das ist ein Alpha-Ball. Also nicht nur einer, glaube ich. Das ist echt viel auf einmal. Oh, ich habe was getötet. Ich habe jetzt das Gefühl, dass mich die gar nicht wirklich grabben können oder so. Wow, ich sehe gerade gar nichts mehr. Irgendwas stört, das höre ich. Da war ein lustiges Störgeräusch. Du Scheiße. Ich hätte vielleicht das Tier vorher auf, wie heißt die Scheiße? Ich hab's vergessen. Dieses Ding halt setzen sollen. Ich gebe dir mal ein bisschen was hiervon, dass der nicht sofort stirbt oder sterben kann. Ach, wie hieß es mal? Auf Disable Victim Collection setzen sollen. Nee, nicht Harvesting, Disable Harvesting setzen, damit der die, ja, das Fleischproblem nicht bekommt. Wow. Ja, ich wollte nur sagen, das war meine Idee. Komm ich hier weg? Ich will weg. Hilfe! Ja, Flucht! Guck mal, dieser Klops hat uns gerade angegriffen. Nice, nicht wahr? Guck, wie viele davon sind eigentlich noch wach? Oh, noch einige. Kommt nur her, Bestien. Ihr habt keine Chance gegen mich. Dummerweise habe ich auch keine Chance gegen euch. Ihr seid zu viele. Ihr müsst etwas Größeres kommen, was unter Wasser atmen kann. Aber wir haben nichts. Ich mache so viel Schaden, aber ich kriege die Tiere kaum tot. Ich mache 9000 Schaden pro Hit. Warte mal, ich habe eine Idee. So. Wir haben gerade ein paar HP dazu bekommen. HP-Level-Ups meine ich. Gehen wir auf 250. Drück da noch ein paar nach oben. Ja, wir haben es hier. Die machen uns eh keinen Schaden. Nicht genug. Jedenfalls. So, zack, hochlevelt. Und? Ja, sind wir 10.000 Schaden statt 9.000. Immerhin. Wird mich das, wird das dafür so... Ich kann mal gucken, was haben die hier für Level eigentlich. Da ist der Alpha. 500.000. Ja, doch. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man ohne größere Schwierigkeiten schwarze Perlen farmen kann. Mit der Unlucky Genesis Mod. So, wieder ein Alpha-Tod. Wieder noch ein Alpha-Tod. Mortager bekommen. Hey, das lohnt sich aber richtig. Mir fällt gerade ein. Wie oft soll ich dir noch sagen, die Tiere droppen nichts, wenn du sie betäubst? Und wieder ein Prime Alpha. Ne, ist ein Prime Alpha. Die können eh nicht betäubt werden. Die normalen Alphas können betäubt werden. Und die sterben gerade, wie fliegen die ganzen Prime Alphas, weil die jetzt ihre ganzen Lebenspunkte verloren haben, nicht wahr? Ja, es ist. Ja, 88 davon schon. Na gut. Ich würde gerne versuchen, die Tiere mal zu tamen. Das Problem ist, die lassen sich irgendwie gerade nicht wirklich betäuben. Ich habe gerade nur noch diese Prime Alphas hier. Sind das alles Prime Alphas? Ich glaube, das sind alles Alphas, ne? Weil die Monsters da hinten, das sind ja keine Prime Alphas, weil die sind ja eingeschlafen. Aber das ist der ganze Packen, der mir hinterher geschwommen ist. Das müssen also Prime Alphas sein. Das müssen alles Prime Alphas sein. Kann ich den Namen nicht sehen? Das sind alles Prime Alphas, glaube ich. Ja, nice. Warum nicht, nicht wahr? Das ist ein bisschen übertrieben. Hey, guck mal, was da kommt. Ein Squid.
Er möchte mitspielen. Er denkt, er hätte eine Chance. Ich sehe gerade nichts mehr. Joa. Fangen wir doch mit dem Wichser an, oder? Hey, Dragomir, kannst du mal Wichser sagen? Doch, kann ich. Ihr seht. Nein! Verdammt! Flucht! Ich sehe nichts. Alles ist schwarz. Ich hab Dreck im Auge. Wahnsinn, ey. Das sind sehr viele Prime Alphas. Seid ihr normal oder seid ihr. Mosa. Das sind die ganzen, die ich dann eingeschläfert habe. Hallo. Kommt her, ihr Lieben. Die kann ich nicht grabben, ne? Ich glaube, die kann ich nicht grabben. Wenn doch, bringt es denen, glaube ich, nicht so viel. Okay. Das war lustig. Muss ich zugeben. Aber ich glaube, alles lustig hat auch mal ein Ende. Wir werden nämlich heute, glaube ich, auch nichts themen. Ich würde ganz gerne. Was würde ich denn heute ganz gerne? Ich weiß halt gar nicht. Ich wollte eigentlich was themen, was halt unter Wasser ist. Aber wie man sieht, die Unterwasserwelt ist ein bisschen übersättigt an Tieren, die getämt werden wollen. Nicht getämt werden können, weil da zu viele sind. Ah, mein Ei ist geblindet. Prime Alpha Mosa. Ich guck mal, ob ich wegkomme. Ja, es geht! Flucht! Sind hier vielleicht auch irgendwie mal so ein paar. Ich wollte mal kurz gucken. Oh, nice. Ich mag meine Wasserkühlung. Leider ist sie ein bisschen laut. Die hat so ein komisches Fiepen. Ich habe mir bereits schon Ersatz besorgt. Also bestellt, sei besser gesagt. Ich hab bei Amazon habe ich das Ding gekauft. Und die sind natürlich, was. Ersatz angeht, immer sehr gut, weil meistens bringt ihr einen den ganzen Ersatz, bevor man das eigene Teil erstmal wieder zurückschicken muss. Ja, es sind schon ein paar Mosas. Okay, dann lass mal was tamen, oder? Würde ich mal sagen. Was tamen wir denn heute? Ich weiß es noch gar nicht. Ja? Ich überlege gerade, ob man hier irgendwo ein Beispiel finden kann bei den Unmengen an Tieren. Was hat eigentlich an FPS? 15, 14, 13 habe ich noch. Wie kann ich 13 FPS haben? Ich habe ein falsches Bild. 11 FPS? Das sind, glaube ich, ein bisschen viele Tiere gewesen. Ja. Ja, die können mir jetzt zumindest nichts antun. Ich bin am Verhungern. Ich verliere gerade meine ganze Ausdauer. Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wegen dem schwarzen Zeug, oder? Das könnte gut möglich sein. So, ich würde gerne hier wieder raus. Das ist mir hier doch ein bisschen zu stressig. Kann ich so machen? Bringt das irgendwas? Ich hatte noch nie einen komplett roten Ring von Dinosauriern, die mir zeigen, von wo ich angegriffen werde. Wow. Ich glaube, ein bisschen die Zahlen machen das Problem, ne? Ja, die Zahlen, die gehen extrem FPS-Drop. Aber ich sehe halt nicht. Ich komme nicht mehr raus. Verdammt. Ich hänge fest. Sag mal, Leben. Boah. Guck mal, wie viel Schaden die mir reinhauen. Boah, Wahnsinn. Die kriegen mich echt tot. Ich muss hier weg. Hilfe. Ich versuche mich mal zu befreien. I'm free, motherfuckers. Boah, guckt euch mal diesen Klumpen an, wo wir gerade rausgeschwommen sind. Und der wieder auf mich zukommt. Boah, krank, Alter. Das ist richtig, richtig krank. Das war ein Fehler. Oh, Gottes Willen. Man sollte meinen, die Mod hat ein kleines Mengenproblem, was Dinosaurier angeht. Ein ganz kleines. Also ein ganz, ganz kleines. Oh, Gottes Willen. Ich bin doch ein bisschen überwältigt davon. Ich glaube, wir gehen mal irgendwo anders hin, wo vielleicht nicht ganz so viele Tiere sind. Das ist ein kleines Spawning-Problem. Okay, und jetzt hier das Problem, weil die ganzen Schadenzahlen nochmal kommen möchten. Ich gehe mal zu The Center. Och du Scheiße, von oben sieht man richtig das Rote einfach von den ganzen Tieren. Oh, glaubt ihr, wir können die an Land locken? Ich bin fast an Land. Die folgen mir echt ein bisschen nach vorne. So. Boah, und jetzt würde ich so unglaublich gerne einmal mit dem
kann wieder aus. Ich würde jetzt so unglaublich gerne. Wisst ihr was? Ich will es ausprobieren. Ich hoffe, die sind danach noch da. So, die Moser sind noch nicht abgedreht. Die Moser sind nicht abgedreht. Sehr gut. Wir können das machen, was ich unbedingt machen möchte. Pass auf. Seht ihr das? Oh boy. Oh boy. Das verdient einen Screenshot. Und zwar was für ein. Ich wünsche mir gerade ein richtiges Breitbild, aber habe ich gerade nicht. Okay, bereit? Denn wir sind nämlich deutlich stärker als diese blöden Prime Alphas. Deutlich stärker. Dummerweise hat das Vieh. Okay, ich gucke gerade in die Kamera und bin gerade ein bisschen begeistert von dem, was ich machen möchte. Es ist, um es genau zu nehmen, wir haben keine Sauerstoffanzeige. Ich möchte immer ganz kurz, dass ihr über das Wort Sauerstoffanzeige nachdenkt, was das gerade für uns bedeutet. Ich möchte, dass ihr versteht, dass wir tief unter Wasser gehen können, ohne ertrinken zu werden. Ich möchte, dass ihr es euch einmal ganz kurz. Maul. Einmal ganz kurz darüber nachdenkt, was das bedeutet. Habt ihr darüber nachgedacht? Vielleicht verlieren wir unseren Vogel. Vielleicht. Weil der ist nämlich tatsächlich nicht ganz so wasserfest. Moment. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerade machen möchte. Ein bisschen überdenken, bevor ich einfach reinspringe ins kühle Nass. Brauche ich nämlich erstmal wieder eine hiervon. Die habe ich nämlich eben abgelegt. Der Vogel. Können wir unter Wasser eigentlich. Der Atem geht nicht unter Wasser. Ist aber nicht so schlimm. Wir machen so viel Schaden, dass es irrelevant ist. Leider fressen wir auch so viel, dass wir ums Verrecken nicht vorwärts kommen werden. Da oben schwimmt ein Hai. Da oben schwimmt einfach ein Hai wegen dem Leck. Okay, das ist cool. Da schwimmt jetzt auch ein Moser mit rum. Moses lernt fliegen. Hui. Komisch, dass immer die Leichen am Springen sind, ne? Okay, wir machen gerade eine Mosasaurus. Eine Mosasaurus Grillparty. Eine Prime Alpha Mosasaurus Grillparty. Mir stört nur leider eine Kleinigkeit gerade. Wir kriegen von denen leider keinen Loot. Hallo. Dover Dodo. Wir kriegen von denen nicht den Loot, den ich verdient habe. Und damit meine ich natürlich den Dingens-Loot. Warte. Ja, wir kriegen die Set. Wir haben Zeug dabei, ohne jede Frage. Wir hätten es gleich so machen sollen, als wir unser Set zusammensammeln wollten. Aber leider ist hier gerade so gar nichts. Guck mal, der lebt noch. Soll man es ändern? Der guckt mich gerade so auffordernd an, ne? Der sagt mir so, komm, mach! Geh ins Wasser. Scheiß auf den doofen Vogel. Und ich denke mir so, weißt du was? Eigentlich hast du ja recht. Andererseits, der Vogel kann sich durchaus verteidigen. Und hui, ab ins Wasser. So, du hast keine Sauerstoffanzeige, nicht wahr? Nein. Ja, die leben immer noch alle. Ich möchte ganz gerne aber mit dem Großen hier irgendwo dahin gehen, wo noch viel, viel mehr von denen sind. Boah, das sieht aus wie so ein Schlangenbecken oder sowas, ne? Ich finde es doof, dass wir keinen Feuerstoß unter Wasser machen können. Klar, ist natürlich nur logisch, wenn das nicht geht. Aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine, nicht wahr? Boah. Ah. Huch. Ich muss nochmal ganz kurz auftauchen und das Ganze ausschalten, weil der frisst zu viel. Das geht nicht gut. Ah. Ah! Scheiße! Scheiße! Fuck! 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 Boah, haben die mich gerade verjagt! Scheiß Dodos sind gekommen, haben meine ganze Ausrüstung gerade zerstört. Na gut, nur das eine Teil. Aber das ist fast die ganze Ausrüstung. Damn. Oh, Junge, haben die mich gerade verjagt. Egal, ich habe gerade Ressource-Harvesting disabled. Jetzt kann ich eigentlich wieder ins Wasser gehen.
Ganz ehrlich, das ist eine mega gute Art, einfach Alpha-Modus zu farmen. Es sind eh so viele, dass es einfach scheißegal ist. Und rein in das Gewimmel. So, das Beste ist diesmal... Hey, wir machen ganz schön wenig... Die haben auch keinen Plus-Buff, oder? Haben die Plus 1 und so? Nee. Wenn wir Glück haben, fressen die sich gegenseitig auf, wenn wir die getötet haben. Dann können wir einfach hier durchschwimmen. Aber jetzt kann ich die halt töten, ohne dass die sich auflösen und mir halt einen Leck verursachen. Ich habe das nämlich gerade ausgeschaltet. Andererseits können wir auch einfach hängen bleiben, den Tieren, und hier nie wieder wegkommen. Was auch nicht so schlecht ist, ne? In gewisser Weise. Ja, okay, sehr gut. Die fressen sich gegenseitig auch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die beste Chance, hier mal schön uns durchzukämpfen. Und trotzdem leckt es. Ohne Ende. Yep. Ja, so kann man auch die Spreu vom Weizen trennen, nicht wahr? Ich würde ganz gerne mal ganz nach unten, so weit nach unten, wie es geht. Okay. Das verstehe ich gerade nicht. Ab einem bestimmten Punkt wird es einfach super dunkel. Warte, ich muss mal kurz was machen. Ich habe mal kurz H gedrückt. In der Wildnis sind wir. Na gut. Ja, es sind vielleicht ein bisschen viele Tiere auf einmal. Es sind sehr viele Tiere, aber sobald ich nach unten gehe, seht ihr es hier gerade? Habe ich das hier. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube... Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin versehentlich auf E gekommen. Ich bin gerade auf E gekommen. Wir sind tot. Ja, das war's. Das war's. Es ist etwas passiert, was ich passieren durfte. Ich bin gerade versehentlich auf die E gekommen. Auf die E-Taste. Oh, die brauchen sehr lange, um mich zu töten. Zum Glück. Und... Das war's. Ja. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ganz weit unter Wasser ist es Nacht. Es ist tief dunkel und es leuchtet blau. Interessant auf jeden Fall. Wohl ein Center-Effekt, aber... Der Dodorex... Wir wissen zumindest, wo der ist. Wir wissen auch, wo der Vogel ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, den Dodorex wieder zurückzuholen. Ja, der ist nicht verloren. Oben rechts in der Ecke. Merken wir uns einfach, okay? Jedenfalls, ich würde sagen, das war's für heute. Ja, das war's. Wir hatten heute unseren Spaß. Das war das letzte Mal, vermutlich das letzte Mal, dass wir erstmal in Anunnaki Genesis unseren Spaß hatten. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne damit diese Mod auch zu... Ja, nicht zu Grabe, das ist falsch. Zu Bette tragen. Ich möchte ganz gerne diese Mod beenden. Bob, hab meine Sachen nicht wieder bekommen. Ja, gut, wenn es funktioniert, ne? Ich probiere mal kurz was. Ich gehe mal ganz kurz ins nächste Bett. Guck mal, ob die hier funktionieren. Weil normalerweise sollten die ja funktionieren, ne? Ja, okay, der hat funktioniert. Gut. Der hat nicht funktioniert. Weil ich noch einmal gestorben bin, natürlich. Verdammt, mein ganzes Zeug ist weg. Na gut. Ich kann natürlich auch ein neues machen. Das ist ja nicht das so große Problem. Das Problem ist, wir sind beim Jump'n'Run nackt, haben nix. Unsere Sachen sind verloren gegangen. Ich finde immer, dass der witzig aussieht. So dünn, dick. Dünn, dick. Und ja, na gut. Das Zeug ist weg. Wir sind verloren. Der Dodorex ist... Nicht ganz futsch. Er wird es auf jeden Fall überleben. Er ist noch auf neutral. Er wird kämpfen bis zum letzten Atemzug. Und er hat einen sehr langen Atem unter Wasser. Aber wir werden es nicht mehr miterleben. Weil wir beenden diese Staffel Ark Anunnaki Genesis mit einem... Och ne, warum? Ich kann es aber ganz kurz erklären. Und zwar, YouTube läuft in letzter Zeit nicht mehr so gut. Für mich. Und ich muss leider auch sagen, ich gucke immer auf die Zahlen. Ich weiß, viele sagen immer, sie gucken nicht auf die Zahlen, aber glaubt mir, wenn das, was sie machen und was sie lieben und das bisher mal funktioniert hat, scheiße, hat nicht geschafft, ganz plötzlich richtig, richtig scheiße läuft, dann gucken die auch auf die Zahlen, sind erstmal demotiviert.
Deshalb denke ich, das Beste ist es, etwas zu machen, was halt die Interesse wieder wecken kann. Weil ich fange gerade an, mich nachzugehen, es ist zu langweilen und ihr ganz offensichtlich auch. Natürlich ihr, die jetzt zugucken, nicht, weil ihr guckt ja noch zu, aber die, die jetzt nämlich nicht mehr zugucken und die eigentlich immer zugeguckt haben, die sind halt nicht mehr da. Und das möchte ich ganz gerne ändern. Okay, also, Wochenende, Livestream, natürlich, habe ich ja gesagt. Morgen kommt keine Arc-Folge. Aber ab Montag kommt wieder eine Arc-Folge. Ich kann nicht da spawnen, schade. Und damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.